Volles Programm für die Fahrer des sächsischen Offroad Cups. Bereits eine Woche nach dem Auftakt in Torgau ging es in Meltewitz weiter. Dabei war das Feld trotz deutlich schlechteren Wettervorhersagen noch etwas größer wie beim Auftaktlauf. Bis auf ein paar kurze Graupelschauer blieben die Teilnehmer zumindest von oben trocken. Im ersten Lauf gab es aber mächtig Feuchtigkeit von unten, die Regenfälle der vergangenen Tage sorgten für schlammige Verhältnisse auf der eigentlich als Hartbodenstrecke bekannten Runde des SHC Meldewitz. Mit Florian Görner gab es den gleichen Sieger wie in Torgau. Dahinter mischte sich aber das Feld in der Einzel-Pro-Klasse mächtig durch. In den ersten Runden setzte der Extrem-Enduro-Spezialist und Vizemeister der Hard Enduro Series Germany 2021 Mark Wulff den Erzgebirger unter Druck. Görner konterte aber und konnte sogar die Gesamtwertung vor den besten Teamfahrern für sich entscheiden. Platz 3 holte sich Lenny Geretzky, der Youngster aus Thüringen war in Torgau nur auf Platz 5, in Meltewitz fand er aber seine Bedingungen mit einer deutlich technisch anspruchsvolleren Runde. Arvid Meyer hingegen fiel etwas zurück und platzierte sich nur auf Platz 7, in Torgau konnte er sich noch Platz 3 sichern. In der Teamklasse führt ein Weg an der Paarung Kevin Mischalt Karl Weigelt vorbei. Wie in Torgau dominierten die beiden Zweiradsturmpiloten und setzten sich erneut gegen Haustein Sadetzky durch. Den dritten Platz holte sich Oliver Otte, er trat diesmal mit Dominik Mischalt an. Der jüngere der beiden Mischalt-Brüder konnte sich sogar in den ersten Runden in Führung setzen. Der SOC macht nun eine etwas längere Pause, weiter geht es erst am 21. Mai in Krimmitschau. Dort wartet dann ein großes Enduro-Wochenende zusammen mit der Hard Enduro Series Germany auf die Fans.